Das ist Peter. Peter besucht die 9. Klasse einer Realschule. Peter ist seiner Meinung nach ein mittelmäßiger Schüler. Passt schon, so sein Leitspruch in der Schule. Eines Tages kommt Peters Klassenlehrerin nach der Stunde auf ihn zu und sagt, wir müssen mal miteinander reden. Naja, das Schuljahresende naht, die Lehrer wollen ein Elterngespräch. Es geht um Peters weitere Zukunft. Beim Gespräch fallen Sätze wie, vielleicht ist eine andere Schule besser oder Klassenstufe wiederholen und so weiter. Peter sitzt still daneben und denkt sich nur, wie konnte das nur passieren? Vielleicht hast du schon mal so eine ähnliche Situation erlebt oder hattest auch so ein Gespräch mit deinem Lehrer. Dazu möchte ich dir nun eine Geschichte erzählen. Was passiert, wenn man einen Frosch in einen Topf mit heißem Wasser wirft? Der denkt sich, Scheiße, ist mir zu heiß, ich haue ab. Der Frosch springt raus. Wenn man aber nun denselben Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser legt, den Topf auf den Herd stellt und langsam erhitzt, was denkst du, was da passieren wird? Der Frosch entspannt sich, chillt, merkt, dass es langsam warm wird und denkt, ein bisschen Wärme schadet doch nicht. Naja, 10 Minuten später würde er bestimmt seine letzten Worte bereuen. Dadurch, dass der Prozess so langsam vonstatten geht, merkt er gar nicht, wann es wirklich kritisch für ihn wird. Die Hitze ist dann so sehr gestiegen, dass es ihm nicht mehr möglich ist, sich zu bewegen und aus dem Topf zu hüpfen. Der Frosch bleibt tatsächlich so lange sitzen, bis es zu spät ist und er kocht. Eine schreckliche Geschichte, oder? Aber ich kann dich beruhigen, sie ist nicht wahr. Vielleicht denkst du dir, Mo, was hat es nun mit Peter zu tun? Vieles im Leben entwickelt sich langsam. Peters Noten haben sich schleichend und nicht schlagartig über das ganze Schuljahr oder auch länger schon hinweg verschlechtert. Er hat sich aber darüber keine Sorgen gemacht. Viele Schüler reagieren erst, wenn die Situation ernst wird. Wenn auf einmal eine 5 im Zeugnis steht oder kurz vor Zeugnis schnell ein Referat machen, um auf die 4 noch zu kommen. Besonders in Mathe beobachte ich schon seit einer längeren Zeit bei vielen Schülern diesen Prozess. Meist fängt der Prozess schleichend schon in der Grundschule oder in Klasse 5 an und wird erst ab Klasse 7 vom Schüler selbst oder auch oft von den Eltern aktiv registriert. Beziehungsweise da schrillen schon die Alarmglocken. Viele Schüler hassen Gleichungen oder Funktionen in Klasse 10, weil sie schon in Klasse 7 das Thema nie verstanden haben. Viele Schüler können mit Brüchen bis Klasse 10 oder Oberstufe nichts anfangen und rechnen lieber noch mit Kommazahlen. Brüche werden in Klasse 6 thematisiert. Viele können immer noch nicht Maßeinheiten umwandeln, ein Thema aus der Grundschule. Es ist halt so, irgendwann werden die Lücken immer größer und größer und du hast dann nicht mehr die Zeit und die Möglichkeit, alles in kurzer Zeit zu wiederholen. Und dann kommt es auch so zu einem Gespräch wie bei Peter. Eins muss dir gewiss sein, die Themen in Mathe kommen immer wieder und wieder dran und wiederholen sich. Ob im nächsten Schuljahr oder im übernächsten, spätestens bei deiner Abschlussprüfung. Und jetzt versteh mich bitte nicht falsch, es geht mir hier auch gar nicht um eine verhauene Mathearbeit oder eine 5 im Vokabeltest. Sei einfach mal ehrlich zu dir und frag dich mal selbst, wo stehe ich in Mathe? Kann ich Mathe noch folgen? Welche Defizite habe ich schon seit Jahren? Und was muss ich machen, um meine Lücken zu schließen? Dieser Prozess findet ja auch nicht nur in der Schule statt. Ich möchte mich da selber auch gar nicht rausnehmen. Bei mir waren es die Kilos auf der Waage. Am Ende des Jahres 3 Kilo zugenommen. Naja, 3 Kilo sieht man ja nicht. Ist ja kaum was, Pillepalle. Aber was ist, wenn jedes Jahr 3 Kilo hinzukommen? 5 Jahre lang und dann sind es schon 15 Kilo. Das ist natürlich nicht mehr so toll. So, das war Mathe mit Mo. Ich bin raus und du springst jetzt aus dem Topf raus. So, das war Mathe mit Mo. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere mich jetzt. So verpasst du auch keine weiteren Videos. Teil das Video, somit profitieren auch andere Schüler davon. Ich wünsche dir ein gutes Gelingen. Ich bin raus, dein Mo.